Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video 5 Lesebücher für Schlagzeuger. Konventionelle Schlagzeuglehrbücher wie Patternsammlung oder Songbooks gibt es ja wie Sand am Meer, aber reine Lesebücher sind dann doch eher rar gesät. Los geht's mit dem ersten meiner Favoriten von Stefan Schütz, dem Gründer des Drum Department, Fundamentale Konzepte für Schlagzeuger. Auch genannt die Drummerbibel. Dieses Buch kommt tatsächlich ohne eine Note aus. Eine sehr spannende Herangehensweise. Und hier geht es um Sachen wie Technik, Rhythmik, Stilistik, Kreativität, Improvisation und ähnliches. Eigentlich auch die Themen, die wir in den herkömmlichen Schlagzeugbüchern auch drinstehen haben und auch schon wahrscheinlich kennengelernt haben. Aber hier geht es um reine Beschreibung, dass man sich ein gutes Bild machen kann. Besonders geeignet für fortgeschrittene Drummer und Schlagzeuglehrer, weil hier die Sachen nochmal wirklich auf den Punkt gebracht werden. Ohne Noten, ohne Bilder, nur Text. Sehr zu empfehlen, die Drummerbibel von Stefan Schütz. Das zweite Buch ist von Andy Brugger. The Pocket Drum Teacher, die Welt zwischen den Schlägen. Auch hier haben wir keine einzige Note mit enthalten. Das Buch verfolgt das gleiche Konzept. Es gibt nur Texte, nur Beschreibungen, nur Erklärungen. Hier geht es unter anderem um Atmung, Bewusstsein, Klick, Intuition, mentales Training, Rebound, Transkription und Zählen. Dieses Werk ist ziemlich wissenschaftlich, sogar schon leicht philosophisch geschrieben. Und hier geht es wirklich ganz krass ins Detail. Ist auf jeden Fall für Nerds und wahrscheinlich auch eher für Fortgeschrittene. Wenn jetzt jemand erst 3 Monate Schlagzeug spielt und sich dieses Buch durchliest, wird er wahrscheinlich viele chinesische Zeichen vor der Nase haben. Aber für Fortgeschrittene oder auch für einen Schlagzeuglehrer ist dies ein sehr zu empfehlendes Werk. Von Andy Brugger, The Pocket Drum Teacher, die Welt zwischen den Schlägen. Das dritte Buch ist von Hans-Peter Becker, der Gründer der Modern Music School. In jedem steckt ein Musiker. Und hier geht es nicht nur um Schlagzeuge, hier geht es um allgemeinen Instrumentalunterricht. Aber da Herr Becker war auch mal Schlagzeuger oder ist noch Schlagzeuger und hat natürlich dementsprechende Beispiele auch mit drin. Und hier geht es vor allem um Pädagogik, um, wie gesagt, um Instrumentalunterricht. Und hier werden so Themen besprochen wie, bin ich musikalisch, bin ich unmusikalisch, Maria Montessori, dem Lernen auf der Spur, Kinder brauchen Zeit, Lernen im Alltag. Aber auch Themen wie unsere Sinne. Manche sind eher haptischer Natur veranlagt, die müssen Sachen anfassen, fühlen, sofort umsetzen, damit sie es dementsprechend wahrnehmen können, umsetzen können, lernen können. Manche sind eher visueller Natur, die brauchen unbedingt Noten beispielsweise. Manche brauchen es nur hören, die sind dann akustischer Natur und können das dann gleich umsetzen. Und wie man mit solchen Leuten umgeht und natürlich auch das Unterrichtskonzept dementsprechend anpasst, wird hier auch nochmal kundgetan. Unser Gehirn, das Lernorgan, da werden nochmal ein paar Sachen besprochen. Motivation, Gedächtnis, Musikausbildung als solche und so weiter. Vor allem interessant für Eltern, die ihre Kinder zum Musikunterricht schicken möchten, aber natürlich auch für Schlagzeuglehrer, Musiker im Allgemeinen. In jedem steckt ein Musiker von Hans-Peter Becker. Das vierte Buch ist von Tom Schäfer, dem Autor des Styx Magazins. Drum Grooves der Popkultur, 138 Grooves und 110 Drummer. Eine ziemliche Kanone, kam Ende letzten Jahres raus. Und hier wird viel über die Geschichte der Popkultur erzählt. Geht los in den 50er Jahren, Buddy Rich, Ringo Starr, Ginger Barker und so weiter. Und dann geht es zu den Neuzeithelden, wie zum Beispiel Benny Crabb, Jojo Meyer und ähnliche. Auch die Metal-Drummer kommen hier zu Wort, wie zum Beispiel die Schlagzeuger von Meshuggah und Parkway Drive. Ja, meine Wenigkeit hat ja auch ein kleines Plätzchen gefunden zu dem Thema Deathcore Drumming. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Tom und lieben Gruß, hat mich sehr geehrt gefühlt. Eine Zeitreise durch die Groove-Jahrzehnte, Drum Grooves der Popkultur von Tom Schäfer, sehr zu empfehlen. Als fünftes und letztes möchte ich das Werk von Olli Rubo vorstellen und empfehlen, E-Beats am Drumset. Hier geht es um die Geschichte des Drumcomputers, um die Geschichte des elektronischen Schlagzeuges und vor allem um dessen Vertreter, wie zum Beispiel Boss, Alesis, Roland und ähnliche. Und natürlich geht es auch um die Musiker, um verschiedene Bands, die in solchen Genres mal tätig waren und die dort auch dementsprechend was bewegt haben und gegründet haben. Hier sind auch ein paar Noten mit drin, die dementsprechend repräsentativ auch für die jeweilige Epoche waren. Und hier sind auch ganz viele Beispiele drin von den Künstlern, von den Bands und ähnlichen.
wo man sich nochmal auf YouTube oder auf der beiliegenden CD ein gutes Bild mitmachen kann. Hier wird auch erklärt, wie man beispielsweise ein akustisches Schlagzeug zu einem elektronischen umfunktionieren kann. Beispielsweise man legt eine Schallplatte oder ein Gesteuerhandtuch auf die Snare, damit man diesen 80er Jahre Disco-Sound produzieren kann. E-Beats am Drumset von Olli Rubo, das letzte Werk meiner Top 5 der Schlagzeuger-Lesebücher. Das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt ihr die Bücher gelesen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Wenn ihr noch weitere Bücher kennt, schreibt es mir auch unten rein. Ich bin sehr interessiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.